Auf geht's. Nach dem letzten Exzess, und der war wirklich best, haben die Tiere im Wald gemerkt, dass ihnen nicht gefällt, weil im Suff einfach so, jeder Baum wird zum Klo, jede Grum zum Abort, das war ihnen viel zu hart. Und so haben sie beschlossen, dass Alkohol wird genossen, im Wald jetzt keiner mehr und kontrollieren wird der Bär. Der abends geht rund und hat das Haserl vorgefunden, hacke dicht in den Bau, der Krölen sitzt am TV. Der Bär sagt, Haserl, so geht's nicht, geh, du bist doch nicht blöd, gestern warst du auch dafür, dass man verzichten aufs Bier. Ja, was das, sagt der Hans, ich hab beim Zaunrauer bloß und nur ein paar Bier und drum hab ich aus Gier. Gleich alle sechs hab ich gleich recht, es tut mir voll leid, drauf der Bär ist schon recht. Doch nächstes Mal geht's da schlecht, jetzt ist Schluss mit dem Saufen, sonst trenn ich die über den Haufen. Am Tag drauf bei seiner Runde, zu späterer Stunde, kommt er zum Hosenbau wieder und wir kleide ich dich zwider. Meister Lampe, diese Krätzen hat schon wieder an Fetzen. So, es reicht, sagt der Bär, wo hast das Bier diesmal her? Nach der letzten Nacht hab ich mein Leergut zurückgebracht und vom Pfand, lieber Bär, hab ich Bier gekauft nur mehr. Meister Betz platzt der Kram, wie oft soll ich das nur sagen? Es ist genug mit dem Saufen, sonst trenn ich die über den Haufen. Und wie der Bär am Tag drauf wieder zum Hosen geht hinauf, war er sichtlich bereit, den Rotzbundstropfen richtig scheint. Doch der Hans war nicht da, ein bisschen war der Bär froh, weil es ist gar nicht so hart, durchzugreifen richtig hart. Und so geht er halt weiter, denkt sich, vielleicht ist er jetzt gescheiter und was Saufen ganz sein, da kommt er beim Waldsee vorbei. Und was sieht er voll Schrecken, er muss das Langohr entdecken, wie der schwimmt auf dem See und schon wieder im Öl. Es ist genug, schreit der Bär, Hans, jetzt komm sofort her, die Tiere im Wald saufen nimmer, aber bei dir wird's nur schlimmer. Der Hasmann, lass mich in Ruhe, es geht dir nichts an, was ich tue, was du einfach mehr tust und was ihr Waldtiere wollt, ja? Ist uns Fisch wurscht. Fantasie. Es, was ich denk, das denkst du nie, wenn ich was lese, stell ich mir's vor. Dann hab ich Bilder in meinem Hirn, ich kann die Menschen richtig spüren und manchmal riech ich's auch super. Drum lese ich meist auch keine Thriller, weil sonst trau ich nur von Killer und das will ich wirklich nicht. Ich fürchte große Menschenmassen, es genügen schon Schulklassen. Was ich am meisten fürcht, ist blöd. Weil ich fürcht ein Buch noch viel mehr, das Lesen wäre für mich sehr schwer. Ich weiß, dass keiner mich versteht. Allein nur der Gedanke dran und ich fang schon zum Schwätzen an. Ihr wisst bestimmt, von was ich red. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. So viel Leid, so viel Leid. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. So viel Leid, so viel Leid. Das Spannende habe ich immer gefunden, wenn man Menschen heute fragt, was sie wollen, da kriegst du ganz komische Antworten. Es schaut so aus, wie wenn heutzutage die Leute im Durchschnitt eher mehr gegen was sind als für was. Also wenn man zum Beispiel fragt, du kannst da wünschen, was du willst, was hättest du gern, dann sagen manche, keine Gießgebühr, keine Grip, keine Steuern, keine Ausländer. Ja, also ich glaube ihnen das, wird faktisch richtig sein, aber es führt halt nicht dorthin, wo du hin willst. Wenn ihr euch das jetzt nicht vorstellen könnt, probiert es in der Pause draußen an der Bar, wenn sie euch fragen, was willst du trinken, sagt es, kein Bier. Schaut, was kriegt es. Radfahren ohne Rad nennt man Laufen. Im Wasser ohne Schwimmen ist Ersaufen. Hat sich schon erklärend, oder? Segeln ohne Wind nennt man Rudern. Beschweren und nichts ändern, das ist Rudern. Ja, genau, mit dem richtigen Tonfall. Surfen ohne Wind ist Stand-up-Paddeln. Buben ohne Zipferl sind meist Flieger ohne Flügel nennt man Busse. Der, der immer Schuld kriegt, ist der Russe. Mutig, jawohl.
Ja, wir werden nicht abgehört, glaube ich. Freistaat, dass ich putze wieder wieder und die Zeit am Boden verbring. Mir ist die Zeit schad, weil was scheint es und ich geh spazieren, das macht mehr Sinn. Doch ich will's Freistaat, dass ich putze wieder wieder und die Zeit am Boden verbring. Mir ist die Zeit schad, weil was scheint es und ich geh spazieren, das macht mehr Sinn. Brav waren's die Kotzen. Gut, Partnertausch, von mir aus gern. Die Männer gehen zur nächsten Frau. Eine Fremde wird's mich nicht belehren, wenn ich beim Tanzen was verhau. Doch weit gefehlt, die schenkt mir ein und sagt mir, was ich machen muss. Das kann doch wirklich jetzt nicht sein, ich such schon absichtlich ihren Fuß. Einen starken Mann wollt's gern die Frauen, sensibel und auch einfühlsam. Doch trauen sich nicht, uns zu vertrauen, so wie beim Tanzen, so daheim. Harsch sag ich, ich tu, was ich kann und kümmer dich doch um dein Scheiß. Entsetzt schaut sie mich darauf an, aus meinen Achseln sickert Schweiß. Hingegen, wenn's nicht ganz dicht bist, kannst davon profitieren, wenn's dich als Zuhörer bewirbst, zumindest kannst du... Bitte entschuldigen's, ich weiß, ich muss ein wenig anzahlen, ich habe nicht so viel Zeit, aber das ist quasi der Höhepunkt für mich von dem Lied. Und es hat noch nie wer gelacht an der Stelle. Also, gut, es ist nicht der einzige Höhepunkt, den ich in meinem Leben allein gehabt habe. Vielleicht auch nicht der letzte, aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, so ein großes, wunderschönes, wunderbares Publikum da zu haben, ich spüre es dann nur mal und dann lacht es ein wenig spontan. Ich erkläre es aber vorher, weil wenn was nicht dicht ist, rinnt oft was aus. Und wenn man das nicht will, kann man es zuhalten. Sind wir sich einig? Ein paar wacheln, aber ich glaube, das ist ein Ja. Also wenn was nicht dicht ist, kann man es zuhalten. Und ich habe mir dann gedacht, wenn jemand nicht ganz dicht ist, könnte der Zuhörer werden. Ja, wenn ich es erkläre, ist es leicht, ich weiß es eh. Also, ich spüre es nochmal, ihr dazu ein überrascht und dann alles, was geht, okay? Aus allen Rohren, wie man so sagt. So. Hingegen, wenn's nicht ganz dicht bist, kannst davon profitieren, wenn's die als Zuhörer bewirbst zumindest. Bis deppert ist das Leinwand. Ah, das ist super.